Starten. Jetzt haben wir die Aufnahme gestartet erstmal. Ab jetzt geht's erst los. Das heißt, alle, die bis jetzt was schon gehört haben, das haben die anderen, das werden die niemals erfahren. Niemals. Die anderen haben es nie, kriegen es niemals hin. Niemals. Nicht? Niemals, niemals, niemals. Kennt ihr das? Dieses niemals, niemals, niemals. Das ist, soll ich euch den Film jetzt verraten? Nee, den verrate ich euch noch nicht. Nee, noch nicht. Das verrate ich noch nicht. Oh mein, so, immer Rätsel über Rätsel. Mythen über Mythen und Sagen. Aber bei Mythen und Sagen sind wir noch nicht. Da kommen wir noch hin. Ja, wir spielen ja noch. Bei Mythen und Sagen sind wir dann bei WoW. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt im knallharten Leben. Ja, wir sind hier bei ETS 2. Da ist hier nichts mit Mythen und Sagen. Da sind wir total in der Realität, total am Arbeitsplatz, total am Lenkrad. Ja, hier gibt es nichts Mythen und Sagen. Hier ist das knallharte Leben, sage ich euch. Das müssen wir erstmal das da abschalten. Nicht, dass wir hier wieder die ganzen Fahrten da wieder und man sieht gar nichts vom Fahren. Ne? So, Moment. Wir schalten mal oben in den Stream-Modus, also Glotzi-Modus, Glotzi-Glotzi. Moment. Ja, und da, ich weiß halt, also Unterhaltung ist mir wichtig. Vor allen Dingen versuche ich ja dann auch mehr mit den Leuten zu haben. Ich habe wieder auch ein bisschen jetzt die Schrift noch ein bisschen, zum Beispiel ganz rechts ist da, das war Times New Roman Schrift, ja. Das ist jetzt auch Arial, weil Arial ist halt so eine Standardschrift, die man gut lesen kann. Haben wir ja beim Programmieren gelernt, so wie Tamora oder wie es heißt, und dann noch einen. So die drei Standardschriften, die man gut lesen kann, ja, wenn man was gut darstellen will. Was aber eigentlich beschissen aussieht vom Style der Schrift her. Ja, aber man soll nicht so viele Schnörkel, naja. Ich will jetzt keinen Vortrag über Schriften halten, ne? Moment, ich muss die, warte mal, das muss weg da. Zack. Zick und zack, und dann müssen wir natürlich, sonst sagen die Leute, ich kann gar nicht sehen von meinem Hirn. Ich kann von meinem Hirn nicht sehen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich, dass die Leute sagen, juhu, ich sehe was. Was noch? Ich bin noch ein wenig, ja. Moment. Wo bin ich jetzt? Ich suche mich gerade. Moment. Da, ich habe schon, ja, zack. Das heißt automatisch. Ah, jetzt ich schnallen. So, ich schnallen. Das läuft. Um wieder mal Basti zu zitieren, der würde sagen, das läuft eins. So. Aber das sagen wir nicht. Wir sagen, das läuft. Es geht voran, es geht bergauf. So, Chat habe ich drin, dass ich was sehe. Was gibt's denn alles? Na ja, und bei dir? Alles klar. Also bei mir alles, falls ich mitreden darf. Ja, darf ich mitreden im Chat? Also falls ich mitreden darf, nicht, dass ihr da so unter euch so seid, ja. Aber wenn ich so, auch ich, mir geht's auch so, ja. Aber ich habe nicht viel geschlafen, immer noch nicht. Aber es kommt der Tag. TS Teamspeak. Ja, das weiß ich doch, dass das TS, dass das nicht transsexuell heißt, ja. Sondern Teamspeak. Aber es ist verwirrend, oder? Wenn ich jetzt sage, stellt euch mal vor, ich gehe zu Twitch und da steht German TS ETS Livestream oder so. Und denken alle, German Teamspeak ETS 2. Aber die könnten ja auch heißen German Transsexuell ETS 2, ja? Das ist verrückt, oder? TS ist echt verrückt. Also sagst TS, dann denken alle an Teamspeak. Ich bin automatisch Teamspeak. Also ich bin praktisch, ich bin ja so vieles. Ich wollte. Warte. Ah ja, da war ich schon. Du bist. Ja, Pickel auf der Brust, das hätte es niemand gewusst. So, wir starten jetzt erstmal die Motoren, also ich hol's erstmal. Ja, hier, Wortschatzsitzung. Ich hole jetzt erstmal den LKW aus der Garage. Macht mal ein bisschen Platz, geht mal ein bisschen beiseite jetzt. Das könnt ihr gleich wieder stauen, ja, das hol ich erstmal den Großen raus. Geht mal jetzt ein bisschen beiseite, weil sonst fahre ich euch nachher noch auf den Fuß oder so. Moment. Sieht man das? Kann man das sehen? Ich muss mal auf dem Dashboard gucken. Sieht man das? Der ist gar nicht gezeigt. Ach so, Zeitverzögerung. Mann, ich denke mal nicht an die Zeitverzögerung. Bis ihr das seht, ist es bei mir schon längst passiert. Ja. Man kann übrigens bei Twitch einstellen. Man kann bei Twitch übrigens einstellen, dass er
dass die Zeitverzögerung von Chat und Streamer kürzer ist, aber wenn man das macht, schreiben die, dann ist es für die Leute, die wohl nicht so eine schnelle Leitung haben, dann schlecht. Dann haben die wohl schlechtere Übertragungsrate oder ist das wohl nicht so gut für alle. Ja, wenn man das jetzt so einstellt, dass es schneller geht, dass man eine schnellere Chatverbindung hat, also mit den Leuten, aber dann ist das nicht für alle gut. Deswegen lasse ich das lieber aus, dann haben wir ja die Zeitverzögerung von 3 Stunden und dann klappt das ja auch. Also, zumal ich ja noch nicht so gut bin, dass ich alles so komplett im Livestream mitbekomme, so geistig. Ja, da müssen wir noch ein paar Fahrten warten, so 40, 50 Fahrten, dann kriege ich wahrscheinlich was mit. Dass ich mich auch zurücklehnen kann und genießen kann. Ja, vor allen Dingen meine Fahrt mal hier genießen kann. So, fortfahren. Fortfahren, wir fahren fort. Noch nicht, aber gleich. Da ist er wieder. Oh. Ich darf bloß nicht an gestern denken. Hoffentlich geht es heute alles. Ich habe heute mal mein Lenkrad, habe ich heute mal direkt in den USB-Port gesteckt, ja. Heute mal direkt. Vorher hatte ich so eine Weiche. Die hier, ja. Die ist USB 3.0. Habe ich mir extra besorgt gehabt, weil dann habe ich ein bisschen mehr. Ich habe echt so viele und so, nicht? Da sind noch ein paar Platten dran, ne? Externe. Das und ja, obwohl die eigentlich eine gute Übertragungsgeschwindigkeit hat, ja, die Weiche. Aber ich dachte vielleicht, um die Sherlock-Holmes-Theorie wieder zu machen, wenn man alle Unwegsamkeiten ausschließt, muss das, was übrig bleibt, ja, muss dann praktisch das Problem sein. So, und gestern hatten wir hatten ja immer so unsere kleinen Problemchen überall, besonders mit dem Vogel, ja, mit diesem komischen Vogel. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass es daran gelegen hat, ja, aber sicher, sicher, wir werden alle Dinge ausmerzen, alle Problemzonen. Ja, ist wie bei einer Frau, wenn sie zu viele Problemzonen und wenn die alle weg sind, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, genau. Deswegen heute mal direkt. Wir sind heute direkt angekoppelt an den Master Control Programm, am MCP. Kennt es jemand, das Master Control Programm? Es kommt aus einem Film. So, warte mal. Wir fahren noch gleich. Ihr seid schon ganz nervös wieder. Ja, ihr seid schon wieder so nervös. Ich habe das Gefühl, Moment mal, mein Ding da unten hängt nicht richtig so. Also, ja, das Füßchen da vom Rolldings, ja? Rollding, Bums. So, seid ihr alle bereit? Zieht euch warm an, das wird ein hartes Ding wieder. Ich sag euch, das wird ein hartes Ding. Ach so, ich muss meine Kopfhörer. Ich wollte heute mal über Kopfhörer fahren. Ein bisschen wenigstens, vielleicht höre ich dann die Gänge. Wie kriege ich denn jetzt hin, dass ich dabei noch hübsch aussehe? Und aber warte mal, ich guck mal, sehe ich dabei noch hübsch aus? Man muss ja als Frau immer hübsch, ja, man muss gucken, das machen. Ich darf ja da nicht mit dem Klischee brechen, dass ich nicht gucke. Ich muss sehen, dass ich auch hübsch aussehe. Ja, sieht ein bisschen aus wie gegen den Schrank gelaufen. So, bin ich so hübsch? Kann ich so fahren? Aber ich mache meine Haare mal so. Ich weiß nicht, ob mich diese. Ich bin kein Kopfhörermensch. Ich mag es ja, diesen vollen Raumklang. Ich liebe Raumklang. Ja, Surround. Kino, ja, wie im Kino. Richtig schöne Atmosphäre und so. Darauf stehe ich voll. Kino, also Kino ist cooler, als wenn man zu Hause filmt. Also im Kino sind die Filme schöner als zu Hause. Hatte ich nicht hier? Achso, habe ich laut gemacht? Achso, muss ich erst mal. Im Moment höre ich hier nichts. Ich höre nichts. Ich habe übrigens, weil ich festgestellt habe, mein Mikrofon ist sehr laut anscheinend. Also ich habe es so laut, zu laut. Also es ist manchmal, das schlägt ja immer. Ich muss das runtersamplen beim Rendern. Jetzt habe ich es mal einen kleinen Tick leiser gemacht und habe den Desktop ein bisschen lauter gemacht, damit man vielleicht ein klein bisschen mehr das LKW, vom LKW was hört. Ein klein bisschen mehr, aber nicht zu viel. Mal gucken, weil da muss ich mal dann bei der nächsten Aufnahme sehen, ob sich das gut anhört. Wir lernen ja, ich lerne ja noch, wie gesagt. Ja, das ist vor, also. Ziel ist es ja, damit der Zuschauer das alles schön genießen kann. Die Stimme ist nicht zu laut, nicht zu leise. Schön die Geräusche von dem Spiel dann, von dem jeweiligen Spiel. Das muss ich alles noch irgendwie hinbekommen, wie man es am besten macht. Also ich habe eigentlich schon ganz schön, aber ich höre hier nichts. Vielleicht muss ich irgendwo, ja, ich habe auch keine Musik jetzt da. Oder? Ich höre nichts. Oder habe ich das ausgeschaltet auf dem, hab ich, warte mal, ich muss mal gucken, ob ich das. Nehmen wir jetzt alles hier an. Da könnte man fast schon wieder Orgasmus bekommen, oder? So. Wir testen mal, wenn ich draußen bin, dann höre ich ja den Motor und alles. Dann werde ich sehen, ob ich hier auf dem Kopfhörer was höre. Also, jetzt gehe ich erstmal wieder zurück, dass ich euch sehe. Wir sind alle heiß. Wir sind alle heiß. Wir fahren, wir fahren. Moment.
Tausend Fenster, tausend Fenster. So, jetzt aber, jetzt nochmal, seid ihr bereit? Jetzt guck mal an, wer mich einkaufen will. Was steht da? Iveco Highway, Highway. Das ist schon eigentlich fast schon, eigentlich, ja, vor allen Dingen Highway, ja. Iveco und Highway, ja, wo Highway? Wir Highway liegen bleiben. Highway Bucky. So, gut, jetzt guck mal rein, jetzt bin ich mal gespannt. Na, nee, ich habe ja gestern nicht geschaut, wir haben ja einfach beendet, wir hatten ja nicht geschaut, oder? Nee, wir hatten nicht geschaut. Schau mal, für wen mal wieder so ein devotes Sklaven spielen müssen. Oh, wer will mich haben? Oh, hey, jetzt meine Heimat kämpft wieder um mich, ja? Berlin und yeah, und Straßburg, ja, Straßburg. Berlin sagt nein, Hypno kommt zurück, Cosima. Berlin vermisst mich schon, ist klar, ist klar. Meine Mutterstadt, meine Mutterstadt, wie man so schön sagt. Sie wollen mich endlich wieder zurück. Ich dachte schon, ich bin ausgestoßen oder so, ja? Mensch, Mensch, Mensch. Yes! Also, da ist das schön. Und wir fahren Renault, na Gott sei Dank. Gucken wir mal hier nochmal, Volvo. Mein Favorit, ja, Volvo. Sagt es nicht weiter. Das ist noch ein Geheimnis. Mal sehen, wie viel Geld ich von diesen 18.000 sehen werde. So, wie viel ich davon abbekomme, ja, was mir eigentlich zusteht. So, drücken wir mal drauf. Zack! Oh, das ist eine episch. Warten, direkt an der Grenze? Direkt auf der Grenze drauf? Haben die da noch eine Mauer? Schießen die da auf einen? Schaut mal, das ist Luxemburg nicht weit weg. Da könnte man einen Abstecher nach Luxemburg vielleicht machen. Das ist ja eine schöne, das ist ja direkt an der Linie, das ist richtig. Bis an die Grenze zu Frankreich. Ist das nicht toll? Da ist das denn schon direkt. Tolles Ding. Nicht weit weg von der Schweiz, da können wir unser Schwarzgeld hinbringen. Ist das nicht toll? In der Schweiz, obwohl es ja auch nicht mehr so sicher ist. Ja, besser vielleicht noch ein kleines bisschen weiter nach Liechtenstein. Also, nee, ich meine, warte mal. Ist ja, was rede ich denn da? Ja? Zürich? Zürich, Bern? Liechtenstein ist ja da alles die gleiche Ecke. Innsbruck, Salzburg, Linz, Wien. Ist ja alles die gleiche Ecke da unten. Ja, alles so ein bisschen steuerfreundlicher, nicht so wie bei uns hier. Selbst in Russland hat man jetzt eine bessere Mehrwertsteuer. So. Gut, dann können wir, oder? Wir. Berlin. Was? Nee, nee, nee. Wir müssen immer wer an erster Stelle erstmal, weil wir müssen echt, wir haben ganz viele Schulden. Wir haben mich verfolgt jetzt hier schon eine Weile. Wir sind sowas von, die haben uns sowas von den Schlüpfer runtergerissen. Ja, den Slip sage ich euch. Junge, 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 Junge. Da traue ich mir schon gar keinen mehr anzuziehen. Ja, weil die dann mal den so runterreißen bei der Abrechnung, da brauche ich mir gar keinen Slip mehr anziehen. Gut. Außerdem ist das eine schöne Strecke, ist doch schön. Aber wir müssen mal aufpassen, dass wir, Moment mal, dass wir wissen, wo kriege ich das mit, dass wir nach 2 Stunden mal einen Cut machen, nicht, dass wir wieder so episch lange Aufnahmen haben und das Rendern dauert dann über 2 Stunden, ja, auf meinem PC, trotzdem der schon so gut ist. Ich habe das extra jetzt schon mal, hab mich mal, weil der immer so lange gebraucht hat, habe ich mir ein bisschen mal mich informiert, wie ich das noch beschleunigen kann, das Rendern, ja, dass er schneller rendert, aber trotzdem bei guter Qualität, gleicher Qualität. Das kann man noch ein bisschen verbessern, da muss man ein bisschen rumtricksen. Auf nach Mannheim. Mannheim, bitte. Nein, nein, darauf geht's. Wir sagen Bescheid. Ja, mit 2 Stunden. Ich sehe das dann wieder, dann passe ich im Chat wieder nicht auf, ja, und dann kriege ich das gar nicht mit. Wir brauchen eine Uhr. Bloß wenn ich wieder meinen Timer hier anmache, dann bin ich gerade mitten in der Kurve, der Timer springt an, ich fall, wird aus dem Spiel gerissen und fahre dann voll. Und dann, ich brauche irgendwie eine andere Uhr, vielleicht auf meinem komischen Oldschool-Handy. Sollte mich jemand fragen, hey, hast du App? Nix App, ich habe keine WhatsApp, ja, keine Brötchen. Ich habe dieses WhatsApp noch nie besessen, ich habe das hier, ja, das Handy. Übrigens, ah, warte mal, kann ich euch das mal zeigen? Moment. Kennt es jemand? Warte, ich mach mal. Ja, mein Standardding für die Insider. Die Insider, kann man es mal sehen? Moment. Die Insider kennt es vielleicht. Das Elite-Logo. Und zwar das Neue. Von dem Neuen, was ich nicht kenne, was ich nur den Trailer gesehen habe, von diesem Dangerous Dings da Boomstar, wie es heißt. Dangerous Dark Knight, keine Ahnung. Moment mal. Ach ja, man müsste ein gutes Handy haben, dann wäre die Welt schon schöner. Aber ist egal. Besser, man hat die Möhre, als wenn man gar keine Möhre hat. So. Ohne Möhre kann man gar nicht. Kann man gar nicht. Ne? So, Moment. Ein Wecker? Wollen wir Wecker? Mein Wecker ist blöd.
Na, ich habe so ein komisches, Ding drinne. So, ja. Nee, das ist zu blöd. Das ist umzustellen. Frau dauert, das dauert wieder zu lange bei mir. So. Okay, wir haben ja jetzt angefangen, sagen wir mal, bis. Wie lange nimmt man jetzt auf? 21. 22, warte mal, 22? Ja, 20 an uns. Bis 22. Sagen wir mal, bis kurz vor 22 machen wir einen Cut irgendwie so. 21,40 oder sowas. Gut. Hör ich was? Weil ich muss mich selber reden hören. Wenn ich mich nicht selber reden höre, dann kriege ich eine Krise. Also wenn ich, sag mal, so eine Kopfhörer, ja, so eine super-duper Kopfhörer, wo du dich gar nicht mehr hörst. Also ich muss mich reden hören, damit ich, sag mal, meinen rhetorischen, dass ich noch ein bisschen rhetorisch klinge irgendwo. Und nicht, dass ich praktisch, ja. Ne, ich höre was. Hört, ich riech was. Übrigens, habt ihr gemerkt? Habt ihr was an mir gemerkt? Habt ihr was gemerkt? Ich habe Parfüm dran, hä? Ich habe Parfüm dran. So. Kann ich so fahren? Kurz entspannen. Konzentrieren. Ist wie vor der ersten Fahrprüfung. Wie vor der ersten Fahrstunde. Warum habe ich immer keinen Sprit? Habe ich irgendwo, klaut mir einer meinen Sprit oder so? Jetzt hörst du auf mein Dings. Guck mal, das ist wieder diese Turbine, dieser Riesenpallus. Die Tore könnten aber auch mal sauber gemacht werden. Mal mit Mennige, ein bisschen Mennige entrostet und Mennige mal ein bisschen drauf gestrichen und mal ein bisschen neu überlackiert. Könnte man ja mal die Maler kommen lassen. Und die Scheibe da oben ist auch kaputt. Die Firma sieht nicht, das sieht hier nicht, die scheinen nicht so gut. Aber jetzt bin ich ja da, ich werde ja Geld machen für die Firma. War der ist gerade so leicht angefahren, das hat mich verglichen mit gestern. Ich habe mich gerade richtig erschrocken, dass der so leicht anfährt. Ja, das ist voll toll, oder? Wir fahren wieder los. Ist das nicht toll? Komm, klatscht mal in die Hände. Oder schreibt mal im Chat. Juhu! Wir fahren wieder los. Wir sind wieder in der Spur, hä? Wir rollen wieder los. Guckt euch mal die ganzen rostigen Sachen alle an. Oh, beinahe, beinahe, ja. Ich genieße die Landschaft. Beinahe hätte es wieder einen Crash gegeben. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Es geht ja schon gut los. Es geht schon gut los, Leute. Es geht schon wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Und wird doch nie vorbei sein, dass man so was am Steuer lässt. Ich glaube, es geht schon wieder los. Hey, ja, macht mal hier da ein bisschen lackieren, das sage ich euch. Nicht nur aus Fenster, guckt mal mir winken. Der Einzige, der hier arbeitet, ist der Pförtner hier. Der hat wenigstens die Schranke hochgemacht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Da kann schon wieder einer nicht mehr. Was? Ja. Fersengeld, wir geben Fersengeld. Beschleunige auf Warp 10. Ach nee, das ist das ein anderes Spiel. Merkt ihr mal diesen Ruck, diese. Das ist immer voll cool, wenn du diese Anfahrt so. Das ist so toll gemacht. Ich muss mal sehen, dass ich noch irgendwas vielleicht unter Dings, unter Gameplay noch irgendwas realistisch einstellen kann, irgendwie noch. Dass wir alles voll drin haben, voll Realismus hier. Ja, also wenn ihr. Pass auf, wenn ich anfahre, dass ihr euch nicht hinten immer den Kopf gegenschlägt, ja? Also pass auf, ihr wisst, ich fahre ruppig, also haltet euch fest. Ich fahre etwas ruppig, ja? Also haltet euch schön fest, schnallt euch an. Nicht, dass wieder dich und den dich nicht vorne auf die Scheibe, auf das Armaturenbrett, ja, und gibt eine Beule nachher. Muss ja nicht sein. Moment, ich muss auch was, sonst fahren wir wieder nach Griechenland. Oh nee, du, oh nee, du. So. Ich hör mich nicht blinken. Moment, blinke ich? Ah. Ich kann ja mich nicht blinken hören. Ah, jetzt. Bling, 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 bling,
Bling, bling, bling, bling, bling, bling. Kann man das Blinken hören? Ja, ich habe es extra, ich habe zwei Ticker lauter gemacht, damit ihr auch das Blinken hört, weil ich finde, das Blinken muss man hören. Also das ist schon, den Motor sollte man so leicht hören und das Blinken sollte man lauter hören, finde ich. Weil das ist ein cooles Feeling, das sagt man, was ist denn hier los? Soll ich wieder einfach reinfahren, mich wieder reindrängeln, vordrängeln, die Brust raus, wie man so schnell... Also das Blinken muss man hören, oder, als Zuschauer? Das gibt so den Kick, das Feeling, finde ich. Na, 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 wo fährst du hin? Hey, habt ihr gesehen, das war ein Dings. Wie heißt dieses kleine Auto denn? Dieses, wie nennt man ihn? Ich komme nicht drauf. So, schnell. Ja, na gut. Vorsicht! Und dann müssen wir gleich. Schaffe ich die Ampel noch? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das klingt. Wo kommt der her? Wo will er hin? Was steht da? EA oder was? Konzentration. Habt ihr den Ruck gemerkt? Hey, ich höre jetzt endlich mal den Sound. Also ich muss ein bisschen mit Kopfhörer anscheinend spielen. Jetzt habe ich nicht rechts geguckt. Ich war ja sowieso. Aber trotzdem, ich hätte nochmal profimäßig, realistisch hätte ich nochmal. Normalerweise hätte ich rechts geguckt. In real life hätte ich rechts geguckt. Mein linkes Auge will tränen, aber ich will nicht jetzt tränen. Ich will fahren. Moment, Berlin, mach's gut. Nein, nein, nee, wir fahren jetzt mal neu. So, heute müsste ich das eigentlich hören, wenn ich zu Lamsang fahre. Mal sehen. Leipzig, Magdeburg. Gänse vielleicht mal den Kofferraum aufmachen, ne? Ich höre auf jeden Fall schon mal den Drehzahlmesser. Das ist schon mal viel wert. So, genießt mal ein bisschen die Fahrt. Ich versuche heute erstmal anständig zu fahren. Aber wie gesagt, die Zukunft muss sein, dass wir uns auch mal ein bisschen umschauen. Ja, so einen schönen, coolen Blick nach hinten werfen. So wie die Haare nach hinten werfen. Moment. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. So. Oh nein, ich hab's vergessen. Moment. Ich hab da umgeschaltet gehabt. Mach mal den Blinker aus. Was haben wir noch gerettet? Gerade noch so gerettet. Das war Konzentrationsmangel. Frau am Steuer wieder. Genießt mal ein bisschen hier links, ja? Normalerweise soll man ja aus dieser Kurve heraus beschleunigen, damit man sich zügig einordnen kann in den Verkehr. Nicht in den Geschlechtsverkehr, sondern in den fahrenden Verkehr. Aber das kriegen wir auch noch hin. Also den Verkehr, nicht den Geschlechtsverkehr. Und, ist richtig? Ich halte hier schon wieder Volksreden und fahre dann wieder nach China. Drei Streifen. Ich glaube, drei Streifen waren 1000, oder? Zwei Streifen 500 und ein Streifen, oder? Schauen wir mal. Falsch geraten, 200, zwei Streifen. Dresden, Posen. Und vor allen Dingen, wir fahren, wie sollte es anders sein, unsere heiß geliebten Druckbehälter. Ha, ja, tut mir leid, ja. Musste mich extra noch überholen, damit er rechts abbiegt, anstatt er hinter mir bleibt. Und versuch mal ein bisschen heute mal die Spur zu halten. Aber der hier, ach so, ist ja auch kein Ewigung. Oder wir üben das mal, dass wir rechts gucken. Magdeburg, Hannover.
Ihr müsst mit dran denken, dass ich, wenn es irgendwie wieder böse für ihr wird, dass ich Licht einschalte und so, ja? Oh nein. Und immer wenn ich. Es ist immer jemand da, der denn gerade kommt. Kann ich mal keiner kommen, wenn ich wieder mal fast falsch fahre? Kann man das hören? Hört man das Fahrgeräusch, den Motor? Hört man das? Hört man, dass ich, sagen wir mal, falsch oder richtig Gas gebe und schalte? Hört man das? Was immer schön gucken und schauen. Immer schön Druck aufbauen. Ja, genau, immer schön. Man sollte immer Druck haben, ne? Also wenn es so schnell ist, das ist immer so, so muss ich an diese Geschwindigkeit, ja, ich will dieses schnelle Fahren gar nicht gewöhnen, außerdem fahre ich in der Mittelspur. Ah, okay, warten wir kurz. Oder? Ah, doch, er hat's gemerkt. Mann, ich weiß auch gar nicht, wie ich das, da brauche ich wirklich noch Routine, ein bisschen mehr Routine. Also mit dem rechten Spiegel gucken. Doch, jetzt nicht so viel lachen, wir müssen uns konzentrieren, ja? Aha, ja, es hört sich zu hochtourig an. Weil ich will ja, wie gesagt, ich fahre nach Gehör. Wenn ich nichts höre, ja, dann haben wir ja die anderen Tage gesehen, wenn ich nichts höre, was passiert. Warte mal, Sprit. Hey, habt ihr gesehen? Das war die erste, glaube ich, die erste gute Anfahrt an die Tankstelle. An die Tankstelle. Fast, ja. Das war schon ein gutes Ankommen. Ding. Gott sei Dank, dass ich das gesehen habe. Was jetzt? Ach so, Motor abstellen. Ding. Lass mal tanken. Was, wir sehen es? Ja, wir sehen es auch, ist viel schlimmer. Bisschen lauter. Bisschen lauter. Mensch, Mann. Was heißt bisschen lauter? Den Sound vom LKW? Vom LKW den Sound ein bisschen lauter? Vom LKW den Sound ein bisschen lauter? Sag mal ja oder nein. Theoretisch muss ja kommen, weil ich glaube, mein Mikrofon ist, glaube ich, laut genug. Mal diese Zeitverzögerung. Ja. Okay, wir testen uns an den Sound heran. Ich mach mal. Desktop, 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 Desktop. Ich mach mal Desktop. Ich bin jetzt bei Desktop 19. Ich mach mal. Ist es denn so leise? Ich mach mal, ich habe 19, ich mach mal auf 25. Weil Italo hatte damals gesagt, wo er hier war, wo wir getestet haben, dass es zu laut ist. Da hatte ich es aber wesentlich höher noch, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Wir müssen mir da mal 40. Okay, ich mach mal auf. Ich mach mal auf. Okay, 40. Mach ich mal 40 und ihr sagt mir dann, ob das zu laut ist. Und wehe, ihr lügt mich an. Dann sage ich das meiner Mami und dann kriegt ihr keinen Nachtisch. Den esse ich dann, dann werde ich noch dicker und krieg noch mehr Brust und hab da selber Schuld, weil ich hab dann keinen Nachtisch bekommen. So, ich habe jetzt mal auf 40, ja? So. Wo ich bin hier, ja? Wo ich bin, tobt das Leben. Schaut hier, ja, wo Hypnos World ist, tobt das Leben. Hier ist immer was los. Wo wir sind, tobt, wo wir alle sind, ist immer was los. Ja? Schaut euch das an. Apropos Spritpreise. Und ich muss schon wieder auf Toilette, weil ich nervös bin. Hey, guck mal hier, Man in Black da. Sieht er diese Station von Man in Black da hinten? Habe ich fertig getankt, denke ich?
Ja, ich fahre ein Stückchen vor, aber ich fahre nicht mehr da auf diesem Parkplatz. Der ist buggy. Aber ich kann ein Stück beiseite fahren. Da fahre ich nicht mehr drauf. Da haben wir ganz böse, schlechte Erfahrungen gemacht. Und? Wie hört sich der Sound jetzt an? Sounds of Silence. Wie hört es sich an? Ist das gut? Ist das besser als zu laut? Zum Beispiel, wenn ich mich rauslehne. Ich lehne mich ja oft aus dem Fenster. Ja, das, ich lasse ja öfters mal die Brust aus dem Fenster hängen. Ist das dann zu laut? Ist das Außenleben zu laut? Ihr seid die Zuschauer. Ihr seid die Macher. Ihr bestimmt. Wie gesagt. Nee, 50 ist bestimmt zu laut dann. Ich wette, das hier draußen ist jetzt bestimmt richtig laut, oder? Ich weiß nicht genau. Gut so. Dann lass mal, wir lassen mal. Wir fahren mal eine Weile und dann frage ich euch später nochmal, wenn ich dran denke, weil ich muss nochmal auf Toilette. Das ist aber heute wieder mal los hier. Moment. Dann mach 60. Nein, das ist zu laut. Das, weil wenn du die ganze Zeit das hörst, das brummt und brummt und brummt und summt. Ja, das summt und brummt in der Hose nachher nur noch. Moment. Nee. Oh, der ist gleich, hat einen Ruck gegeben und ist angerollt. Das habe ich direkt auf dem Lenkrad gemerkt. Moment, ich muss noch mal auf Toilette. Mist, meine schön definierten Kopfhörer muss ich jetzt wieder abmachen. Ich habe mich gerade so schön gestylt alles. Ich sehe schon, ihr seid ein bisschen verwirrt mit der Lautstärke. Ja, ich kann mich also nicht drauf verlassen so richtig. Ja. Keine verlässliche Ansage. Einer sagt 35, einer 60, 40, 50. Ja. Norm zu laut wieder bei 35, ja. Ach so, wegen der Zeitverzögerung. Wir können natürlich sagen, dass es an der Zeitverzögerung liegt. Dann mache ich mal noch mal, ich mache noch mal, dann machen wir 35. Machen. Also ihr diskutiert, warte mal, ich habe eine Idee. Ich gehe auf Toilette und lass mal das Ding draußen, also draußen, und ihr entscheidet, ob euch das zu laut ist mit diesen draußen, ja? Moment. Ich mach mal. Ich höre es gar nicht. So, ich wollte gerade sagen, ich höre gar nicht. Sag ich. Ihr überlegt euch mal, ob das zu laut ist. Ich habe jetzt auf, warte, ich sag's euch, ich habe auf. Moment. Aber wenn wir jeden Tag fahren, ich habe jetzt auf 40 stehen, ja, Desktop 40. Und ihr könnt euch überlegen, ganz vorhin am Anfang, da hatten wir 19 gehabt, ja, da hatten wir 19. Jetzt haben wir 40. So, ich lasse das mal ein bisschen, ich gehe mal kurz auf Toilette und ihr überlegt euch mal, ob dieser Sound hier zu laut ist. Moment, so. Da, da, di, da, da. Na, 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 na. Sag mir, wo wollt ihr? Habt ihr schon was geschrieben? Moment. Probier mal 35. Probier mal 35. Moment. Derweil kann ich da meine Kopfhörer aufsetzen und alles. 35, 35. Das wären wir alle gerne nochmal so.
So, 35. Aber denkt dran, wir haben diesen Sound hier draußen, den haben wir ja nicht immer. Wir sind ja meistens im Cockpit, ja. Das heißt, hier draußen sollte es so sein, dass es euch nicht zu sehr stresst. Das haben wir aber nicht oft. Das heißt, dieser Stress ist ja dann nicht so stark, nicht oft, weil wir ja meistens drinnen sind, denke ich mal. Also im Cockpit, also in der Kabine. Das heißt, es sollte aber, wenn wir dann schon mal uns raushängen mit der Brust, dann sollte es nicht ganz so stressig vor euch sein. Aber der entscheidende Part ist ja drin in der Kabine, ja. Da spielt er die Musik meistens. Ja. Und deswegen. Aber wir wollen ja draußen auch ein bisschen genießen, dass wir die Vögel zwitschern hören. So, Moment. Mal gucken, dass ich anständig aussehe. Ja. Dass ich für euch hübsch bin. Hübschig. Dass ich hübschig bin. Ich glaube, ich mache mir bei der Schraube hier unten, reiße ich mir nochmal meine Strumpfhüßchen ein. Dann habe ich eine zerrissene Strumpfhose und bin ganz verrucht nachher, ja, mit meinen zerrissenen Strumpfhüßchen. Wow, das habe ich. Hier geht es ja echt ab. Achso, hat jetzt einer was geschrieben? Moment. Perfekt. Also lassen wir jetzt erstmal 35, okay? Gut, wir machen also 35. Mit 35 hat man noch Träume. So, haben wir alles richtig eingestellt hier. Das läuft, das läuft alles. Jetzt sage ich den Spruch schon wieder. Es läuft alles. Ja. Was summt denn hier so? Es summt, es summt. Es brummt, es summt. Achso, ich kann uns gar nicht den Chat sehen. Ja, mit der Zeit. Gut, wir lassen jetzt 35. Ihr könnt euch nicht entscheiden. Da müssen wir 35 lassen. Ich höre mir das ja sowieso später dann an. Ich höre das ja, wenn ich die Aufnahme höre. Ja. Ich muss sehen, auf wem ich mich hier verlassen kann. Wer sagt wahrheitsgetreu die Wahrheit? Oder wer will mich nur auf den Arm nehmen, obwohl ich schon so schwer bin? Ja. Wer ist seriös und zuverlässig? Oder wer will mir nur ein Ohr abkauen? Das ist die Frage, auf wem kann ich mich verlassen? Wo sind die Leute, auf die ich mich verlassen kann? Meine treuen, treuen Gesellen. Meine treuen Mitstreiter. Wo sind sie? Haha, jetzt kommt das Außengeräusch. Moment, wir brauchen das ja richtig... gleich. Wow, ich habe da hinten einen riesen Stau verursacht. Ich habe gar nicht geblinkt, oder? Aber ich höre auf jeden Fall voll den Motor. Ich habe gut hochgeschaltet. An das schnelle Fahren muss ich mich erst gewöhnen. Also alles, was über 70, alles, was über 60, 70 ist. Sagen wir mal über 60. Alles, was über 60 ist, ja, da ist noch ein bisschen, fühle ich mich so ein bisschen unwohl. Sagen wir mal, auf jeden Fall ab 70 fühle ich mich unwohl. Ja, 60 geht noch, sehe ich gerade. 60 geht noch, aber ab 70 fängt es an, bei mir so ein bisschen komisch im Bauch zu werden. Weil es so schnell irgendwie ist. Hört ihr das? Den Motor? Guck mal, das grüne, die grüne Dings hier, was ist denn das? Was soll das sein? Dazu müsste man jetzt wieder Landwirt sein. Aber als Stadtmensch? Oh, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Das stimmt nicht. Jetzt fährt er schön, aber er gibt kein Gas. Also er zieht im 11. nicht so richtig an. Oh, guck mal da hinten, die Landschaft da hinten. Seht ihr das? Die Felder da hinten. Starke Kurve. Und die Ballen hier mit einer Ballenpresse, dann bei LS15. Da, das sieht hübsch aus, oder? Und überall liegen die Ballen rum. Da muss dann mit diesem, ich weiß nicht, wie dieses Fahrzeug heißt. Da musst du dann mit diesem Fahrzeug diese Ballen dann auf deinen Hänger machen.
Ach, jetzt, ich habe gerade so schön geschwärmt und jetzt kommt Regen. Und schon ändert sich deine Laune wieder, ja? Oh, ich höre sogar den Regen jetzt. Und die Scheinwischer, wie sie immer so ditsch, ditsch. Das habe ich vorher gar nicht gehört. Cool. Jetzt wird es noch ein bisschen realistischer. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das alles so hören könnt. Aber ich habe hier gerade ein tolles Feeling auf dem Kopfhörer. Und denkt dran, ja, sollte sich jemand im Chat beschweren, dass ich nicht so drauf eingehe oder so. Ich muss noch, wie gesagt, ich lerne hier noch. Ja? Schaut rechts den Text. Ich bin noch Anfängerin. Oh, wie das immer ruppelt auf mein Lenkrad, wenn ich über den Randstreifen, sag ich schon, den Seitenbegrenzer komme. Da muss ich mich schon wieder rechts, links. Ja, ich hab's gewusst. Vielleicht sollte ich mal aus Instinkt immer schon mal mich in der Mitte dann einordnen, wenn sowas kommt. Das muss ich mir mal dran denken. Und denk dran, heute ist Roger Cicero Trauertag hier. Ja, wir fahren für Roger Cicero und wir wollen für Roger Cicero heute anständig fahren. Zumindest eine Fahrt. Nürnberg? Obwohl, kommt ja gleich die nächste über und kann ja gleich in der Mitte bleiben. Normalerweise wäre ich jetzt rechts gefahren, aber wir bleiben jetzt lieber mal in der Mittelspur. Um mal ein bisschen Ruhe zu bekommen. Boah, das regnet ganz schön, oder? Ich höre das so richtig. Ob man eigentlich, wenn man den Kopf raushält, auch das Donnern hört? Frage ich mich gerade. Aber nach dieser Biegung. Ey, ist euch mal aufgefallen? Wir sind die ganze Zeit 80 gefahren. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ey, das ist unsere erste längste durchgehende Fahrt bei dieser Geschwindigkeit. Ja, das Stücke war jetzt das erste durchgehende längere Stück, was ich jemals in dieser Geschwindigkeit, glaube ich, gefahren bin. Unglaublich. Ich kann jetzt aber deswegen nicht im Chat gucken. Wenn ich jetzt im Chat gucke, dann haben wir alles verkackt, dann ist alles wieder vorbei. Wir wollen doch jetzt nicht gerade unsere glorreiche erste Fahrt versauen. Ja, also wer im Chat jetzt sich aufregt, ey, die antwortet nicht, bla bla, dann müsst ihr sagen, Cosima hat, ja, Hypno oder Cosima hat gerade alle Hände voll zu tun. Ja, also ihr müsst ein bisschen Verständnis für mich haben. Bin so ich irgendwie bin ich. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr schnell bin. 84. Mann, und es regnet. Oh Moment, jetzt muss ich mich konzentrieren. Braucht zwar nicht blinken, aber ich mache das jetzt einfach mal. Damit man ein bisschen Routine mit dem Blinken bekommt. Ist das eine Abfahrt oder ist das ein Gefälle oder kein Gefälle? Hey, das war voll die geschmeidige Runterfahrt, oder? Bloß nicht so angeben jetzt. Jetzt schön konzentrieren. Ich habe da ausgeschaltet. Mensch, als Zuschauer müsste man das gerade voll genossen haben, oder? Diese schöne Fahrt gerade. Also das war ja richtig toll gerade. Also ich hätte mich jetzt als Zuschauer hätte ich mich gerade gefreut. Hey, sie fährt mal ein bisschen richtig. Oh Mann, das war cool. Nee, kann ich auf der Spur bleiben, ja, oder? Keine Angst, es kommt noch die Zeit, wo ich mit euch ein bisschen arbeite.
Was? Ich fahre meistens 120. Nee, ich habe gesehen bei YouTubes, wo die so schnell fahren, also alles, was über 90 ist, das sieht dann irgendwie. Schaut euch mal die Felder an. Ah, das ist so weit das Auge reicht, oder? Ist das nicht ein schöner Anblick? Da kann man das Auge schweifen lassen. So richtig entspannen, oder? Jetzt müsst ihr noch so einen Traktor da lang fahren. Irgendwo ein paar Kühe. Guckt euch das an. Ist das ein schöner Anblick? Hoppala, jetzt werde ich vor lauter Schwärmen fast wieder links rüber gezogen. Verdammt, da müsst ihr mal. Wenn ich in Schwärmen komme, dann gibt's Katastrophe. Oh ja, ich kann noch nicht mal richtig schwärmen hier. Was? Guck mal da, kommt. Ach nee, das sind die beiden, ja. Ja. Aber genießt mal für mich mit, ja? Wenn ich zu sehr schwärme, dann falle ich hier wieder ins Koma hinterm Lenkrad. Hey, das war die erste gute Fahrt, also das Stücke, ja. Genießt diese Augenblicke, die kurzen Augenblicke, wo es läuft, ja. Genießt diese Zeit. Ihr wisst ja, es kommen andere Zeiten, dann ist Hypno wieder im Akro-Modus. Genießt diese laufenden Zeiten. Da müsst ihr euch richtig reinziehen, ja, so richtig zu Genüge ziehen, wie man so schön sagt. Es kommen wieder schlimmere Zeiten. So müsste es immer laufen, oder? So müsste es immer laufen. Dann auch nebenbei ein bisschen Chat vielleicht gucken, das wäre schon was. Dann wäre ich schon echt weiter. Das wäre schon ein Traum für mich. Ja, so, 115, was sag ich schon? 120, ja, also ich habe Videos gesehen, wo die ganz schnell fahren mit dem LKW. Warte mal, ich ordne mich schon mal, ich ordne mich schon mal wieder links, linke Spur ein. Und da hatte ich das Gefühl, alles, was über 90 so geht, dass das irgendwie ein bisschen. Ja, es sieht dann so ein bisschen unrealistisch aus, wenn man zuschaut. Weil es ist so schnelles Hin- und Hergelenke und dieses schnelle Hin- und Hergelenke, das ist ja in Wirklichkeit auch nicht so mit dem LKW. Von daher sieht es dann ein bisschen unrealistisch aus. Also ich denke mal, 90 ist schon so als Höchstgeschwindigkeit. Gibt es ja auch diesen Begrenzer, das kann man einstellen im Menü. 90. Das habe ich, glaube ich, eingeschaltet, diesen Begrenzer mit 90. Ich glaube, ich habe irgendwas hat auch mal Basti, also dieser Basti, der sich halt damit auskennt, aus der Propper, der hat auch mal was erzählt mit 90. Ich weiß jetzt nicht mehr was, aber ich denke mal, er meinte das Gleiche. Wie gesagt, ich denke mal, 90 ist schon auch für den Zuschauer, weil wenn es zu schnell ist, dann geht es hin und her und hin und her. Das sieht dann irgendwie total unrealistisch aus. Das ist meine Meinung jetzt. Wenn ich jetzt. Moment, oh, Gott sei Dank. Also, wenn ich jetzt zuschauen würde und das fährt so schnell, das finde ich so für mich unrealistisch irgendwie. Ja? Was? Ich glaube, da sagt jemand, ich mach was supi. Ich mach was supi! Und ich muss schon wieder da schlafen, steht da bald. Hey, Kollege! Er sieht mich nicht, oder? Er sieht mich einfach nicht. Moment. Da kommt eine gerade Überfahrt, dann kann ich in der Mittelspur bleiben. Ah, der fährt rechts. Der wird jetzt bestimmt rechts abbiegen, oder? Mal gucken, ob er abbiegt. Na? Ah, ich bin bei dir. Ich bin hinten dran. Mal, bin ich richtig, ja. Mach's gut, Kollege. Wir sehen uns. Ja, heute geht's ein bisschen besser, weil ich höre hier was. Naja, ich höre was. Ich bin ja die anderen Tage bin ich ja nach Gefühl gefahren. Also praktisch fast ohne Sound, ohne Feedback. Emotionalen, psychischen Feedback. Ich habe mein Drehzahlmesser nicht gehört, ich habe gar nichts gehört, fast. Nur so ein bisschen Brummen immer und da sieht man ja, was bei rauskommt, wenn du nichts hörst. Also, weil ich fahre nach Gehör. Normalerweise. Also, und wenn ich nicht nach Gehör fahren kann, ja dann. Weil ich muss den Drehzahlmesser hören. Also die Tour, ich muss das hören, ja, die sind da. Also ich muss den Motor hören, ob er sich gesund anhört. Wenn der Motor sich gesund anhört von meinem Gefühl her, dann fahre ich, denke ich mal, ganz gut. Glaube ich zumindest. Wenn ich aber nichts höre, wenn ich keinen Kontakt zum Motor bekomme, geistig, ja, gefühlsmäßig, ich brauche den Kontakt zum Motor. Ja. Meter tanken, warte mal. Tanken, schlafen, wollen wir schlafen? Wir gehen mal, glaube ich, eine Runde. Wollen wir eine Runde? Ah, dann komme ich wieder zu spät bestimmt. Ne, wir fahren mal durch. Oder wir warten noch eine Tankstelle ab. Sprit ist ja voll. Wir können also on the road bleiben. Wir können on the road bleiben.
Mensch, die Nadel klebt so richtig bei 71 fest, eben gerade eben. Obwohl, es wäre eine schöne Tankstelle geworden, oder? Eine schöne, ist hier eine schöne Nische da. Macht's gut, oder? Hallo? Hallo, etwas, hallo. Hört ihr das, wenn ich über diesen Seitenbegrenzer, diesen Wachhalteding komme? Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder ins Schwärmen komme. Ich habe schon wieder Angst, dass ich irgendwo vorbeifahre. Ich sehe schon, ich schwärme wieder und dann fahre ich vorbei. Weil so schön, la la la, die Welt ist so schön. Und dann fahre ich vorbei. Ich sehe schon. Ja, ich sitze so schön hinter meinem Lenkrad, schwärme und dann habe ich die Ausfahrt verpasst. Dann ist die Leidenschaft und Begeisterung wieder mit mir durchgegangen. Und dann zahle ich voll drauf, dann zahle ich wieder voll die Rechnung. Was steht da? Und dann zahle ich aber wirklich die Rechnung. Das haben wir ja gesehen, die anderen Tage jetzt, wer sich die Abrechnung immer anschaut. Moment. Ich glaube, ich sollte ein bisschen runterschalten. Ja, wenn ich ins Schwärmen komme, dann wird es teuer für mich immer. Das habt ihr ja selber mitbekommen. Ich kann mir Schwärmen noch nicht so oft erlauben mit dem Schwärmen. Das wird dann sonst zu teuer mit dem Schwärmen. Jetzt haben wir wieder den Spiegel. Hier oben, seht ihr den Spiegel? Nicht den Kinderspiegel da rechts, sondern den da in der Mitte. Der ist mit dem, wenn der Spiegel dort ist, das finde ich gut. Besonders wenn man dicht an der Wand ranfahren muss. Na, jetzt habe ich gerade aufs Gas getreten, hat man gleich gemerkt. Schaut euch mal schönes Wetter an. Yes! Ja, wenn ich mich benehme, wenn ich natürlich zu viel rumalbere wieder, ja. Wenn ich mich wieder mal meines Alters entsprechend nicht benehme, dann und wieder mal im Hypnomodus bin, dann sind wir natürlich wieder alle artgefährdet, ja, wie man so schön sagt. Wenn Cosima sich wieder nicht benehmen kann, oder Hypno, dann muss der Zuschauer wieder leiden. Na mal, wir ordnen uns mal rechts ein. Oh, nee, ich bleib mal mit der Spur. Also die Zuschauer müssen dann praktisch immer beten, hoffentlich benimmt sie sich jetzt wieder. Hoffentlich läuft es jetzt wieder nicht. Hoffentlich läuft Hypno wieder gerade, sonst haben wir wieder hier Katastrophe und dann leiden wir wieder alle. Wenn Hypno wieder nicht gerade läuft, dann leiden wir wieder alle hier. Dann ist nichts mit schönen LKW-Fahren. Guckt euch das an, ja? 80, hä? Das war ein langer Weg bis zu 80. Ja, das war ein langer, langer Weg. Es war ein langer, langer Weg und niemand sagte es vielleicht. Wir hatten keinen Speed und wir waren alle ganz bleich. Ganz bleich, ganz bleich. Da hat irgendwas hinten, ich glaube, irgendwas, ich wollte gerade sagen, irgendwas ruppelt da hinten, aber ich habe ja gar keinen Hänger hinten dran, wo irgendwas hin und her fliegen kann. Irgendwas ruppelt da hinten. Irgendwas hat gerumpelt, aber ich habe gar keinen Hänger dran, dass irgendwas rumfliegen könnte da hinten. Irgendwas hat gerumpelt gerade. Ich könnte ja mal irgendwann, wenn wieder eine längere, ich denke, ich schalte mal ganz mutig mal in dem 12. Oh, 90, Leute, 90. Ja, schaut euch das an, genießt diese Minuten der Freude, den Moment des Glücks. Ich schweige sogar mal eine Sekunde. Ah. Schaut euch das an. Moment, wir müssen an den 11. Wir verlieren an Geschwindigkeit. Bett sieht auch noch gut aus, oder? Wir müssen noch nicht ins Bettchen. Jetzt habe ich nicht aufs Schild geguckt, aber ich glaube, an der nächsten Tanke müssen wir ran. Passt mal mit auf, ja? An der nächsten Tanke. An der nächsten Tanke könnt ihr alle mal austreten. Ich nicht, ihr könnt alle mal austreten. Kommt jetzt hier eine komplizierte Kreuzung, glaube ich.
Das sieht aber man, ich muss irgendwo abbiegen. Ich werde mal schon mal ein bisschen runterschalten, mich konzentrieren, den Slip wieder ein bisschen zurechtrücken. Moment, jetzt kommt ja was kommt. Ich werde mal langsam nicht so hastig ranfahren an die Geschichte. Nein, wir gucken jetzt nicht auf die Sonnenblumen. Cosima, guck jetzt nicht auf die Sonnenblumen. Konzentrier dich auf die Straße. Wir müssen gerade. Ist eine versetzte. Ja, ist die versetzte wieder. Und es ist eine Auffahrt, oder? Ja, es ist eine Dings. So, es ist mit Gefälle. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir im 7. da hochkommen. Ja, nee, ich schalte mal in den 6. Das war die richtige Entscheidung, in den 6. zu schalten. Das merke ich mir. Runter in den 9., 7., 6. Und dann raus beschleunigen. Yes. Hey, das war diesmal sogar, wir sind sogar, haben sogar die, ja, wir haben diesmal richtig, ja, nichts mehr mit Gefälle anhalten, Crash und keine Ahnung, was für ein Stress alles. Wir haben diesmal tatsächlich die Richtung glorreich gewählt. Das war mein erstes, ja, Roger Cicero wäre also stolz heute auf uns. Die Fahrt müssen wir gut an, wir müssen gut zum Dings da kommen, ja, zum Ziel. Mir fällt gerade nicht dieses Fachwort ein. Also nicht Fachwort, aber dieses, wie man es richtig sagt. Schaut mal ein bisschen rechts die Häuser jetzt. Da kommen jetzt hoffentlich, sehen wir die nochmal. Ja, ich gehe doch schon. Sehen wir nicht mehr, oder? Sehen wir die Häuser nochmal? Ich würde jetzt gerne ein bisschen rechts gucken, aber ich sehen wir nicht mehr. Andermal. Guck mal hier, habt ihr gesehen? Forstwirtschaft. Der hat sogar gearbeitet gerade. Habt ihr das gesehen? Der hat gearbeitet. Moment, ich muss mich konzentrieren. Ich werde mich mal schon mal wieder links einordnen. Ah, die haben es gesehen. Ah, diesmal zum ersten Mal haben wir das hier mal richtig gemacht. Und gleich wieder rechts. Gucken. Bisschen länger blinken. Bisschen länger blinken. So. Ja, ihr müsst, weil ich kann jetzt gerade nicht so lustig sein. Ich mache gerade einen ernsten Blick, weil ich konzentriert bin. Ja. Also nicht wundern. Ich habe gerade den Todesblick der Konzentration drauf. Den Superman-Laserblick? Nee, warte mal. Weil es schon mal wieder links, eine linke Spur. Ich würde ja glatt in die Hände klatschen, aber das mache ich jetzt nicht. Habt ihr gerade die. Müssen wir aufpassen. Manchmal sieht man links hier kleine Sonnenblümchen in der Mitte. Seht ihr das? Ist mir gar nicht aufgefallen bis jetzt. Guck mal, die kleinen Sonnenblümchen. Oh, Moment. Ja, okay. Jetzt schauen wir. Ja, guck mal, die kleinen Sonnenblümchen. Bumm, Krach, Peng. Ja. Nicht richtig, ja. Merkt ihr, ich kann auch die ganze Zeit zurückgelehnt fahren, ja, und nicht immer so hier. Die anderen Tage bin ich immer so gefahren. Endlich mal zurückgelehnt fahren, ja. So fährt man LKW eigentlich. Und nicht, dass man vorne fast am Lenkrad noch sich die Brust klemmt oder so. So. Das tut gut, das sage ich euch, das tut echt gut. Sonst kriege ich noch Haltungsschäden, wenn ich mal vorne am Lenkrad mir die. Ja. Schön geschmeidig.
Schieb ich mich über die Landstraße. Moment mal, war da was gewesen? Genau, schlafen. Boah, der hat ganz lange gebraucht zum Bremsen gerade. Man hat richtig gemerkt, dass. Das ist ja wieder dieser Parkplatz, wo man dann wieder wahrscheinlich vielleicht einen Bug kassiert. Na, mal sehen. Ja, ist ja gut, Moment. Jetzt will mein Auge drehen, irgendwie sonst. Na, gut, dass es diesen Seitspiegel von der Seite gibt, dass man da nicht irgendwo gegenditscht. Sieht man es hier eigentlich? Ja. Gut. Moment. Wir fahren diesmal ein bisschen quer drauf. Ich will nicht wieder, dass hier irgendwie ein Bug oder sowas kommt. Wir fahren also nicht perfekt gerade, sondern ich mache lieber ein bisschen quer, weil ich habe keinen Bock, wieder einen Bug zu kassieren hier. Ich wollte schon sagen, kommt es gar nicht? Was ist denn los? Motor ist abgestellt. Kurz mal heier gehen. Hoffentlich komme ich jetzt nicht wieder zu spät. Wenn ja, dann muss ich irgendwie lernen. Keine Ahnung. Ja, vorher, keine Ahnung. Vorher schlafen, bevor ich dann die Fahrt losfahre. Ja. Da muss ich vorher auf dem Platz schlafen machen. Wenn ich jetzt wieder ab zu spät komme, obwohl ich gut gefahren bin, dann muss ich vorher auf dem Platz schlafen gehen. Und ausgeruht losfahren. Ansonsten komme ich ja immer zu spät. Was soll ich denn jetzt? Nee, nicht nochmal ruhen. Ah, Nacht. Er kramt zu später Stunde. Was steht hier? Heute fährst du Klasse. Oh, Amore. Oh, Amore. Läuft bei dir, Kein Problem, du kleiner Schumi. Heute läuft's. Super geile Landschaften. Ja, sage ich, voll geile Landschaften, oder? Da, wenn man es erstmal drauf hat, ja, und richtig schön fahren kann, dann kannst du so richtig schön abschalten. So richtig schön. Ja, ich darf natürlich nicht abschalten, weil wenn ich abschalte, dann sind wir ausgeschaltet. Aber der Zuschauer kann so richtig schön so, ach ja. Und kann ich schön einschlafen, ja. Ich fahre euch sozusagen in den Schlaf. Ihr könnt dann schön einschlafen dabei. Und wenn ihr wach werdet, seid ihr total erholt und könnt sagen, und dann geht ihr zur Arbeit oder sonst irgendwo hin, ja, und dann sagen die Leute zu euch, hey, du siehst ja so ausgeschlafen aus. Ja, und dann sagst du, ja, ich habe Hypnose Volt gesehen. Ja, ich bin so ausgeschlafen, ich habe Hypnose Volt gesehen. Ja, wenn du das jetzt mal sagen kannst, ja, dann sag, was? So, du siehst so gut aus und so ausgeschlafen durch Hypnose Volt? Das ist doch toll, oder? Dann fragen die natürlich alle, sag mal, wo kriegt man das zu kaufen, dieses Hypnose Volt? Kann man das irgendwo kaufen? Was ist das für ein Medikament? Nein, nein, das ist kein Medikament. Ja, das ist live. Moment, nicht quatschen, Licht. Ich will auch dieses Fernlicht. Ja, dann fragen die Leute dich, Mensch. Oh nee, das war falsch. Wo kriegt man dieses Hypno-Volt zu kaufen? Ich will auch so ausgeschlafen und frisch aussehen und so jung. Ja, da musst du zu Hypno-Volt gehen. F2 waren die Spiegel. F3 oder F4 ist irgendwas mit Licht. Das war das. Jetzt merken wir uns mal Finger weg von F3. Finger weg von F3. F2 ist gut. F4 ist gut. F5 ist gut. Finger weg von F3. Wir wollen dieses Ding da nicht immer an- und ausschalten. Wow, das hat so richtig Klick gemacht. Richtig Klick-Klack. Habe ich vorher auch nicht gehört. Warte mal. Rundumleuchte ist nicht. Mensch, wir haben heute noch gar nicht draußen geguckt. Achso, weil der Motor wahrscheinlich gar nicht an ist. Habt ihr das gerade gehört, wie der LKW vorbei?
Ich hatte gerade so ein Gefühl, als ich die Reifen gesehen habe. Mensch, die sehen aber mächtig aufgepumpt aus, oder? Blümchen. Die Farbe ist toll von dem. Von dem, habt ihr gesehen? Von der Zugmaschine gerade? Das ist cool. Okay. Alter 4. Ne, Alter 4 brichst du das ab. Mit Alter 4 gehe ich immer raus, wenn ich den Rechner ausschalte. Dann mache ich Alter 4 und dann gehe ich raus. Mit Alter 4 breche ich meinen Rechner ab und gehe schlafen. Habe ich jetzt ganz Fernlicht an? Ist es ganz oder ist es mein normales Licht? Moment. F4. Gut. Zusätzliche Beleuchtung. Die habe ich wahrscheinlich nicht, oder? Die muss ich später bei meinen eigenen kaufen. Aber ich mache es trotzdem mal. Ich glaube, dass es nicht geht, weil ich das nicht habe. Aber. Was? Hier am Post. Yo, yo. Warum ziehst du so nach rechts? Hm? Wow, was für ein geiles Bild, schaut doch mal. Da könnte man jetzt glatt denken, Moment. Da hätte man jetzt glatt gedacht, ich fahre gerade ein Wettrennen mit dem anderen LKW. Wenn man das Foto sieht, könnte man denken, ich fahre gerade so ein Rennen mit einem anderen LKW-Fahrer. Ja, das war voll das getürkte Bild. Könnte ich später sagen, ich habe das Rennen gewonnen. Moment, da kommt noch ein geiles Ding. Ah, das mit dem Rot wär, mit den roten Lichtern wäre noch schöner gewesen. Moment, ja, ich muss ein bisschen für Feeling sorgen. Oh, wie dick der Seitenstreifen ist, cool. Ja, Mann, ich sag doch, wir wollen noch Feeling dabei haben, oder? Das muss ich noch, das bricht noch öfters. Da muss ich noch, es gibt ja noch mehr Kameraeinstellungen. Mal gucken, wie ich die während der Fahrt hinbekomme. Das wird noch richtig geil, das will ich haben. Dann kann ich geile Videovorspanns machen. Für irgendwas. Das ist ja wohl mal klar, wir wollen ja hier schließlich coole Effekte haben. So, ich werde mich mal in der Mitte einsortieren. Du. Hä, gib Gas, Keule. Ein Kumpel von mir, ja, damals da habe ich auch mal gesagt, hey Keule, alles klar, Keule? Ah, wie schön das mal rot leuchtet, das sieht toll aus. Schaut mal, könnt ihr das sehen, oben in dem Zwischenspiegel, die Straße so? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das müsstet ihr sehen können. Mann, das läuft richtig gut. Das war gerade richtig cool. Das hat mir Spaß gemacht. Das war richtig cool. Hey, Kollege, wie geht's? Häng dich hinten ran.
Ich übernehme die Führung, okay? Ich hab's heute drauf. Ich übernehme die Führung. Häng nicht ran. Oh nee, ich muss leider abfahren. Wir sehen uns, Kollege. Ich muss leider runter. Ah, das war gar nicht so schlecht runtergefahren. Also das hat schon schlimm. Oh, was ist denn jetzt schon gleich ein. Ah, er hat sich hinten rangehangen. Cool, er hat sich hinten rangehangen. Er fährt meine Richtung. Da bin ich ja nicht so alleine. Finde ich ja toll. Hey, bist du hinten dran? Okay, alles klar. Ja, ich fahre auf der 7 weiter. So. Moment, kurz konzentrieren. Muss gucken, dass das Abbiegen müssen wir noch lernen, dass wir kein Schild irgendwo mitnehmen oder so. Na, ich hätte mal noch im sechsten bleiben sollen. Jetzt quält er sich nach oben. Jetzt lohnt es sich nicht mehr runterzuschalten, oder? Nee. Jetzt zieht er. Jetzt zieht er an. Boah, was fahren die? Hey, die haben sich alle hinten rangehangen. Nicht das Schild mitnehmen. Schade. Mannheim. Kommt da ein Auto oder was ist das denn? Leuchtet nein, ist das ein Auto, was da kommt? Gut. Na, sind sie noch hinten dran alle? Fährt noch jemand mit? Dem Schalten, aber wie gesagt, Gott sei Dank höre ich das jetzt wenigstens. Oh, hier muss ich aber ein bisschen irgendwie. Hier kann ich nicht so mit 80 lang heizen. Die sind immer noch hinten dran. Jetzt habe ich rechts nicht geguckt. Das ist auch schon zu spät. Hängt aber auch wirklich richtig hinten dran, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Der begleitet mich ja wirklich. Kommt er mit? Ne, er fährt geradeaus weiter. Mach's gut, Kollege. Mach's gut, wir sehen uns wieder. Unser Zuhause ist die Landstraße. War hier eine komplizierte Strecke, muss ich mal sagen. Also wenn ich die Strecke gestern gefahren wäre, dann hätten wir aber ganz schön gelitten. Weil ich meine, heute geht's ja. Oh, der zieht aber schwierig an hier. Das bringt auf jeden Fall voll, das macht auf jeden Fall voll Spaß, mit den Gängen zu fahren, auf jeden Fall. Automatik. Nee, das bringt mit den Schalten macht das viel mehr Spaß.
Verstehe, was ist denn das? Ist das Holz? Das heißt nicht gesehen. Aber war wahrscheinlich Holz. Moment, tanken ist in Ordnung. Bett ist gut. Weiter. Wir fahren weiter. Oder braucht jemand einen Snack von euch? Irgendwas? Kleine Schmuddelheftchen wieder für unterwegs? Wer braucht was? Der parkt ganz rechts außen, habt ihr gesehen? Vielleicht wenn ich wieder parken will, wenn ich da wieder schlafen muss, werde ich mich vielleicht. Nein, ich kann mich so nicht hinstellen. Guckt euch hier das mal alles an, genießt das bloß ein bisschen. Sind wir jetzt in der Ortschaft, oder? Mit Überholen verboten. Nee. Ach, das ist besser. Oh, jetzt geht's hier aber. Jetzt haben wir ein Gefälle. Ich merke das richtig auf dem Lenkrad. Ich frage mich, naja, wenn ich das zu stark einstelle, dann ist das wahrscheinlich ganz schön anstrengend. Dann falle ich wieder tot ins Bett nachher. Habe ich richtig gearbeitet hier mit dem Lenkrad. Ja, ja, ja. Boah, das sind aber auch ein paar Kurven hier, oder? Das ist ja nichts mit geschmeidig mal. Ich wollte eigentlich mal. Und zwar schlucke ich mich noch. LKW-Fahrschule, Nachtfahrt. Und der Fahrlehrer sitzt neben mir. Und spielt mir die ganze Zeit zwischen. Ja, der hat seinen Schenkel. Er hat seine Hand auf meinen Schenkel, der Fahrlehrer. Natürlich nur, weil er, damit er mir zeigt, wie man Gas gibt, nicht? Deswegen hat der Fahrlehrer seine Hand auf meinen Schenkel, damit er mir halt immer anzeigt, wann ich stärker Gas geben soll. Aber irgendwie rutscht er dabei immer höher mit seiner Hand. Ja? Dieses kleine Ferkel, der da neben mir sitzt, der rutscht mit seiner Hand immer höher. Also ganz schön dicht vorbei. Das sieht ja aber echt. Bremsen, bitte, bitte! Sehe ich noch das Rot von der Ampel? Zurück kann ich auf jeden Fall nicht mehr, aber ich glaube, das Rot ist von der Ampel, oder? Denk mal ja. Achso, ich muss ja. Grün. Hey Leute, wir sind schon da. Ja, und dann rutscht er sozusagen immer mit seiner Hand immer höher. Ja, mit 90, klar. Ich komme hier mit 90 um die Kurve und dann fahre ich weiter. Und der Hänger, der fährt dann oft nur auf der einen Seite mit den Rädern. Da hält sich so richtig mit schiefem Hänger einmal um die Kurve rum. Mit 90, klar. Und ich befürchte, wenn der noch höher rutscht mit seiner Hand, dann werde ich bestimmt ganz schön nervös beim Fahren. Ja. Dieses kleine Luder, dieser Fahrlehrer. So. Was? Verschlucken? Kann nicht sein. Du schluckst auch alles. Ah ja. Das war, glaube ich, nicht ganz. Ach, da ist wieder so ein Spezi, ja?
Da ist wieder ein Spezi. Da ist wieder ein Spezialist. Wie heißt er? Scarfield? Vielleicht sollte Scarfield, wenn es ihm nicht gefällt, woanders hingehen. Das wäre doch auch eine Idee. Vielleicht hat Scarfield aber auch noch nicht lesen gelernt, dass er rechts sieht, dass ich Fahranfängerin bin und Streamanfängerin. Und vielleicht lernt er dann ein bisschen Verständnis bekommen. Kann ja sein. Man weiß es nicht. Habt ihr gerade den Randstein, das Steinding gesehen mit dem grünen Dings, Anzeigeding? Oder soll ich Scarfield 36 bannen? War der jetzt böse? Soll ich den bannen? Dann ist ja gut, wenn er freiwillig geht, findet er bestimmt seinen Weg mit Gott und so. Wie gesagt, ihr müsst doch hier nicht bleiben. Geht einfach weg. Gibt doch 1000 Streamers. Geht einfach weg. Hui, fliegt hinfort. Es gibt doch genug. Ihr müsst doch hier gar nicht sein. Geht einfach. Euch hält doch hier nichts. Schon gar nicht um die Zeit. Geht irgendwo hin, wo was los ist. Geht zu Gronk. Hier, Gronk. Geht zu Gronk. Da ist bestimmt richtig was los. Also geht da hin. Braucht doch nicht hier sein. Bei Gronk. Geht zu Gronk. Da ist richtig was los. Ja, da seid ihr hier völlig falsch. Hier ist nichts los. Hier wird nur versucht, LKW zu fahren. Also wie gesagt. Einfach wieder gehen, schön geschmeidig, nicht einpullern, den Ball flach halten, einfach sich in Luft auflösen. Sprüche auch nicht, wie gesagt, kriege ich die Sprüche nicht mit. Ich kann es ab und zu mal lesen, aber es bringt ja nichts. Wie gesagt, wem interessiert es, ja, diese, wenn man jetzt irgendwie das übliche Gedöns, was jeder schon kennt, was man tausendmal gehört und gelesen hat, das ist doch langweilig. Einfach gehen, schön stöhnen, gehen. Und vor allen Dingen freiwillig, dass ich nicht extra mir die Arbeit machen muss mit dem Bannen. Ja, das ist auch mal, das kann ich auch machen, aber es ist doch wieder alles mit Arbeit verbunden. So. Ich kann ja gleich mal im Chat lesen und dann können wir ja gucken, ob irgendwas gebannt werden muss oder so. Aus Spaß an der Freude einfach mal so ein bisschen rumbannen, ja, dem Bannen sprechen. Bisschen Weihwasser. Und dann können wir uns alle wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sozusagen. Also ich persönlich, wenn ich jemanden nicht mag, ja, oder nicht oder so, ich würde einfach gehen, würde mir das gar nicht antun. Ich weiß gar nicht, was die Leute mal sich aufregen. Einfach weggehen, gut, beachtet man gar nicht. Ich weiß gar nicht, was manche sich mal da so für eine Show abziehen, was sie sich für eine Zeit opfern, ja. Da würde ich einfach gar nicht, wäre keine Rede für mich. Das ist immer faszinierend, dass die Leute für eine Zeit opfern für belanglose Sachen. Wenn mich was nicht interessiert, gehe ich mich weg und gut ist. Jetzt sind wir ja gleich da, das ist cool, oder? Wir müssen geradeaus, wir haben Vorfahrt. Verbot der Einfahrt, die kommt von da runter. Da sind wir heute aber mal flüssig angekommen, oder? Das ist richtig cool.
Wir sind richtig gut angekommen. Das finde ich gut. Muss ich jetzt links rum? Frau sieht es wieder auf dem Steuer nicht. Warte mal, F3 war nicht. Aber nee. Das war's jetzt. Ja, ich fahre doch, ich fahre doch. Ich muss, nee, ich muss weiter, noch ein Stück weiter. Ey, habt ihr echt euch einen Teamspeak nur wegen mir gemacht? Ihr seid echt. Wenn ihr euch echt nur einen Teamspeak gemacht habt, um euch über mich lustig zu machen, dann seid ihr echt sowas von. Ihr seid ja richtig gut. Dann seid ihr richtig gut. Also wenn das echt. Wenn ihr euch echt die Mühe gemacht habt, einen Teamspeak zu machen, um euch über mich lustig zu machen. Boah, das ist ja cool, oder? Dass sich Leute so eine Mühe machen. Puh, Wahnsinn. Also das ist. Ey, das, das kriegt ja auch keins. Das ist ja eigentlich schon eine Ehre, oder? Wenn sich Leute so viel Mühe machen, sagen wir jetzt nicht extra, sagen wir einen Teamspeak zu machen, um sich über mich lustig zu machen, dann ist das echt, dann ist das echt cool. Also da muss man ja schon ganz schön beliebt sein. Also das ist echt. Oh Mann, das wird jetzt. Oh, ich hab's geahnt. Aber wir sind immer in die ganze Straße. Oh. Da komme ich ja gar nicht rein als Anfängerin. Wie soll ich da reinkommen? Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein echtes Problem am Hals. Jetzt bin ich total eingekerkert hier. Ich lese erst mal da. Ja, die haben mich ja schon eingekalkt. Ja, weil okay, wenn Teamspeak bei euch normal ist, ist ja in Ordnung. Aber sag mal, wenn sie jetzt echt welche einen Teamspeak machen, um mich fertig zu machen, lustig zu machen, nur für extra einen Teamspeak für mich, das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch völlig verrückt, oder? Sei mal ehrlich. Also, ich würde mir niemals die Mühe machen, irgend so ein Hans Wurst, ja, einen Teamspeak zu machen, um sich über den lustig zu machen. Dann denke ich mir, habe ich nichts Besseres zu tun oder so? Wäre ich ja völlig verblödet, wenn ich das machen würde. Egal wie, ob der andere noch so, wenn der noch so saublöde wäre, aber ich merke schon nicht die. Ja, fahr doch noch ein bisschen weiter ran, du Wurst. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Ich könnte es versuchen an den rechts. Das gibt jetzt, ja, jetzt kassiere ich ein Ticket, ich sehe schon. Oder vielleicht habe ich Glück. Naja, hat noch kein Ticket gegeben. Wie gesagt, also ich, das wäre echt die. Na, was mache ich denn jetzt? Wo ist denn der, wo ist mein Spiegel? Wo ist mein Spiegel? Nee. Na, ihr habt mich auch eingekeilt. Ich meine, ihr dürft gar nicht so dicht ranfahren, wenn LKW hier am Einparken und Ausparken ist. Hier verdammten Bratzen, so Mann. Ja. Ich komme hier niemals. Ich komme hier niemals in dieses, in diese, auf diesen Hof rauf, das sehe ich schon. Ich bin so schön gefahren die ganze Zeit. Und jetzt zum Schluss, da kommen die mir mit so einem mit so einer Pro-Einfahrt, ja, für Profis. Ex-Level Endboss Pro-Einfahrt. Und dann voll die enge Straße. Das ist hier voll für. Das ist doch echt mal. Das ist für Endboss-Leute. Guckt euch die enge Straße hier an. Enge Straße, enge Einfahrt. Da komme ich niemals rein. Ohne Schaden. Das wird jetzt teuer. Da habe ich die ganze Zeit gespart und alles war gut. Und jetzt zahle ich richtig wieder drauf. Zum Schluss. Mann. Das kriege ich niemals, weil ich muss auf der anderen Spur fahren, damit ich da reinkomme. Und da kommt ständig Verkehr. Das sehe ich schon. Kann ich hier reinfahren? Um da rauszukommen wieder? Ach, Mann, ey. Das war alles so schön. So schöne Sonnenblumenfelder, Kornfelder und alles so schöne Landschaften. Und zum Schluss kriege ich wieder einmal rein. Und dann kann ich beim Chef wieder rein und, ja. So bei diesem Ferkel wieder, ja.
Da brauche ich gar nicht erst mit meinem Chef mit Schlüpfer reingehen. Kann ich gleich ohne Schlüpfer wieder reingehen? Weil der sowieso mich wieder unterm Rock fest. Und der nimmt ja die Hand da auch nicht weg. Moment, Moment, Moment. Ich will noch. Wenn ich, das wird sowieso noch teuer werden. Da kriege ich hier so einen Fuhrpark, ja, so ein Dings hier. Das wird jetzt Schmerzen geben wieder. Wie spät haben wir es überhaupt? 21:44 Uhr. Was habe ich gesagt? Wir wollten um die Zeit mal einen Cut machen mit der Aufnahme, wa? Ja, 21:45 Uhr. Also was soll das denn jetzt? Das ist jetzt eine Frechheit von dir so. Was habe ich denn gemacht? Ich habe nur gesagt, wenn die Leute sich über mich aufregen und mich fertig machen und dafür extra einen Chat machen, ja, um mich fertig zu machen, also einen Teamspeak machen, um nur im Teamspeak über mich zu lästern, dann ist das doch nicht schlecht über die Zuschauer geredet. Ja, wenn sich praktisch, sagen wir mal, ganz viele schlechte Leute versammeln, dann noch einen Teamspeak machen und in dem Teamspeak dann nur über mich lästern, also extra für den Teamspeak gemacht haben, das meinte ich ja gerade damit. Ja, ich meinte damit, wenn man sich extra einen Teamspeak macht, nur um, sagen wir mal, über jemanden zu lästern und ihn fertig zu machen und es keinen anderen Sinn hat, dieses Teamspeak, dann ist das doch jetzt wohl nicht von mir böse gemeint, oder? Und auch nicht assi. Dann ist es doch wohl, dann kann ich doch wohl sagen, dass das völlig bescheuert ist, wenn man sich extra die Mühe macht, einen Teamspeak zu machen, nur um denjenigen da in diesem Teamspeak zu mobben oder sowas. Das ist doch echt bescheuert, oder? Da mache ich doch nur die schlecht, die das machen. Also die packe ich dann. Den Teamspeak gemacht haben, nur um jemanden zu mobben und fertig zu machen, oder? So nach dem Motto, kommt mal alle in den Teamspeak, wir machen denjenigen da mobben, dann machen wir uns lustig und fertig über denjenigen. Dann bin ich doch kein Assi, wenn ich das sage. Dann ist das doch, ja, das hat auch mit den Zuschauern nichts zu tun. Mit den Zuschauern, die praktisch tolerant sind und nett und freundlich, ja, die habe ich doch gar nicht gemeint. Ich rede von den Leuten, die praktisch wieder mal mobben tun, schlecht sind, rumspinnen, ja, die was gegen TS-Leute haben. Die habe ich gemeint. Ich habe nicht die Zuschauer gemeint, die nett und freundlich sind und die auch zu einhalten. Ja? Ich rede von den Leuten, die sich immer nicht benehmen können. Und die einfach nicht den Menschen sehen, sondern wieder irgendwelche, keine Ahnung, welche Probleme haben. Ja? Ich rede von den Leuten, die einfach nicht tolerant sind. Aber selber wollen, dass man ihnen gegenüber tolerant ist. Ja? Von den Leuten rede ich. Was? Nein. Ich meine doch nicht alle. Ich meine, wie gesagt, die Leute, die immer kommen hier und denken, und sie sind die großen Player, sie sind die großen hier, die sie, sagt man, sie müssen jetzt alles verurteilen, ja? Also nicht Player in dem Sinn, dass sie große Player sind, sondern Spieler sind, sondern sie müssen wieder alles Leute fertig machen, beleidigen und ihre Sprüche ablassen. Und von den Leuten rede ich. Ich rede jetzt nicht von den normalen Zuschauern, ist ja wohl klar. Ich mache da wohl keine normalen Zuschauer schlecht. Ja, ich rede von den Leuten, die einfach hier nur zu uns kommen, zu uns in den Livestream kommen und einfach nur Stunk und Ärger machen. Von denen rede ich. Ja, die einfach nur. Ja, die Babos oder wie. Ja, genau, Babos oder. Was? Doch, hat einen anderen Sinn. Wir zocken ja auch zusammen, du Lappen. Aha. Was zockt ihr denn? Was zockt ihr denn da? Ihr habt da so ein Teamspeak und zockt da nebenbei irgendwas, ja? Ja, genau. Ach so, so ist es gemeint mit dem Teamspeak. Ja, ihr zockt zusammen und deswegen habt ihr ein Teamspeak und deswegen kommt in den Teamspeak, weil ihr immer andere Spiele zockt, also habt ihr doch einen Teamspeak und deswegen kommt ihr in den Teamspeak und dann könnt ihr auch nebenbei quatschen, weil ihr sowieso immer spielt zusammen und deswegen habt ihr auch diesen Teamspeak. Ja, habe ich schon verstanden, okay. Ja, wie gesagt, ich meine nicht die normalen Zuschauer, ist ja wohl klar. Ja, dann bräuchte ich ja nicht Livestream machen. Dann kann ich auch für mich selber spielen, ja. Ich komme doch nicht hierher, um dann die normalen Zuschauer schlecht zu machen. Das wäre Quatsch. So. Ich muss irgendwie eine Gelegenheit abpassen, dass ich dann, wenn keiner kommt. Counter-Strike! Baloo ist ein Counter-Striker? Ja, echt?
Gestern Abend CS auf der 2, um ne Ecke gestrayt, ein Headshots dabei. Über Catwalk auf A, kurz angeflamed und auf B gelähmt und dann nur rumgeflamed. Dann geht die Bombe hoch, ist doch klar, weil GPF mal wieder Counter war. Wir sind die Ruler vom Dienst, Skiller von Natur, aber unser Fehler ist, wir verlieren nur. Nee, wir gewinnen nur. Nee, ich meine auf jeden Fall nicht die normalen Zuschauer, ja. Ich meine die ganzen Honks, die immer so in den, überall in den Livestreams kommen und einen auf Honk machen und wundern und denken, wie lustig sie sind und wie cool sie sind. Sie sind aber nicht cool. Und die Sprüche sind auch nicht cool. Die sind alle vom Papa abgeguckt und von Mama. Los jetzt. Der wartet jetzt dann die ganze Zeit, dass ich komme und dann kommt angefahren oder so. Ich muss vorher nochmal auf Toilette gehen. Wenn ich das Ding jetzt, das wird jetzt eine schwere Last hier. Muss ich vorher nochmal auf Toilette gehen. Und ETS 2. ETS 2 zockt ja auch noch. Auf dem Surfer? Zockt der ETS 2 auf dem Surfer? Da bin ich ja nicht. Wie gesagt, ja, ich meine nicht die normalen, wenn ich mich mal aufrege. Ich meine immer alle, die nicht gerade laufen, ja, die hier Stunk machen wollen. Deswegen habe ich auch den Spock, Mr. Spock hier, den Mobot eingeschaltet. Ja, damit ein bisschen weniger Ärger ist. Und wenn ich später mal gute Moderatoren habe, irgendwann mal in 80 Jahren, dann kommen vielleicht mal gute Moderatoren, auf die man sich verlassen kann. Und dann sorgen die vielleicht mal für Ordnung im Chat. Sollten mal tatsächlich so viele Leute kommen, was ich ja nicht glaube bei einer TS. Aber es kann ja passieren, wer weiß, Wunder geschehen. Nena hat es ja schon gesungen. Ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, mein Hauptprojekt ist ja YouTube, dass ich da was machen will. Das Livestream-Ding ist ja als Entspannung gedacht für alle, die mitmachen wollen. So nach dem Motto, wer will, ist gut und wer nicht will, ja, den kann ich ja nur nicht dazu zwingen. Ja, also bitte, wir sind drei Tacken, treue Zuschauer hier. Schau mal, treue Fans, ja, treue Fans. Das ist geil, wenn man Fans hat, oder? Das ist ein geiles Gefühl, ich habe Fans so. Fans sind geil. Ja, so viele Fans hat, muss ein geiles Gefühl sein, wenn man so viele treue Fans hat, die hinter einen stehen, sondern voll die Macht hinter einen so. Ich habe die Macht, ich habe die Fans so. Das ist ein geiles Gefühl bestimmt. Cool, wenn andere Leute auch, es ist schön, wenn ich mal welche, sagen wir mal, kennenlerne, die auch ETS spielen und sogar vielleicht sogar noch mehr Ahnung haben als ich. Das ist cool. Warte mal, ich mache jetzt mal einen schnellen Eingreif. Das ist cool, ja, mal Leute kennenzulernen, die ETS besser können wie ich. Es dürfte nicht schwierig sein, ich denke mal, alle können besser ETS als ich. Ich habe ja auch schon zu hören bekommen, na, ob das Spiel das Richtige für dich ist, das passt nicht zu dir. Habe ich auch schon zu hören bekommen, ja. Frau darf sowas nicht spielen, schon gar nicht TS. So, jetzt haben wir ein Problem, ich kann nicht nach rechts gucken. Jetzt wird es so oder so gleich Aua geben, aber ich versuche wenigstens. Oh, warte mal, ich kann ja, ach, ich hätte blinken sollen. Naja, ist jetzt hier eine Ausnahme, ja? Das ist jetzt mal ein Ausnahmezustand. Ich meine, schaut euch mal die Einfahrt an. Ich komme ja hier selbst. Selbst ein Profi macht sich dabei bestimmt in die Windeln, ja? Und jetzt muss ich hier als blutjunge Anfängerin ohne Slip muss ich jetzt praktisch da rein. Bitte lasst es gut jetzt werden. Lass mich da so reinkommen. Bitte, 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 bitte. Ich habe noch keine Ahnung von dem. Und ja, das ist voll schwierig, diese Einfahrt hier. Das. Bitte, 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 lass mich da rein, ohne dass ich es von draußen gucken muss. Ich will doch schließlich wenigstens noch... Was? Nein, wir fahren da durch. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Da werden mir jetzt aber die Spiegel gekürzt, sage ich euch. Was steht da? Was ist das? Nee, meins hier? Meins ist das... G25. Das G27 wäre natürlich noch toller. Dann könnte ich mir mal sehen, dass ich noch irgendwo Fernlicht noch drauf definiere. Mit einer Doppelkombination oder so, dass ich Fernlicht noch aufbekomme. Dass ich nicht jedes Mal da die Taste da drücken muss. G25. Ist aber nicht mein eigenes. Ist von Papi geliehen. Ja? Gehört Papi. Ich höre mich gar nicht kaum. Ist nicht mein eigenes. Mein eigenes ist bei Amazon auf dem Wunschzettel. So. Das habe ich dann irgendwann mal. Wenn ich genug beim Chef unterm Tisch war, dann habe ich das immer mal so. Hat drei Leute Fanclub, ja? Drei Leute Fanclub. Wisst ihr, was lustig ist?
Vor kurzem, gestern, die anderen Tage waren so viele Leute da, wo ich so beschissen gefahren bin, da waren so viele Leute da. Und jetzt, wo ich so gut fahre, da sind nicht so viele da. Ist das nicht witzig? Das haben alle verpasst, ja? Alle, die da waren und weggegangen sind, weil ich so schlecht fahre, die haben jetzt alle meine gute Fahrt verpasst. Wir hatten so eine schöne Fahrt. Das ist aber auch eng, oder? Das geht gerade so rein. Das ist aber richtig eng und feucht, sage ich euch. Das ist richtig eng und feucht. Ey, habt ihr gerade hier die, guck mal, die Gardine hier. Mir fällt gerade die Gardine auf. Am liebsten würde ich zuziehen. Wenn ich dich schon sehe, würde ich schon wieder die Gardine zuziehen. Deswegen ist auch die Gardine da. Weil das kannst du dir nicht mit ansehen. Dann ziehst du die Gardine zu und fährst durch. Aber es wird eine kleine Schramme am Spiegel geben, denke ich mal. Wenn der Chef mich fragt, werde ich sagen, ja, Chef, hat aber nicht wehgetan. War zwar eng, hat aber nicht, weil ich komme auf der anderen Seite bestimmt nicht. Das wird bestimmt nichts, oder? Und ich muss schon wieder auf Toilette. Ich muss schon wieder. Das ist auch eine Einfahrt. Hör mal, hör mir einer auf. Da kommst du doch niemals rein. Nee, 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 nee. Wir sind hart hier. Wir schummeln ja nicht. Wir kommen da rein. Wir schieben das Ding richtig. Auch wenn es feucht und eng ist, der muss da rein. Ja. Es ist ja so, zum Beispiel, wir haben, ist doch toll, wenn man einen Zuschauer hat, egal wie viele, ja. Was nützt es, wenn du, sagen wir mal, das sehe ich ja manchmal, wenn du, sagen wir mal, manche haben ganz viele Abos, aber ganz wenig schauen zu. Entscheidend ist also immer, wie viele Leute schauen, ich beurteile es immer nach, wie viele Leute schauen zu. Was nützen dir, sagen wir mal, wenn du 15.000 Abo-Leute hast und gucken drei Leute, gucken dir 10 Leute zu. Schöner ist doch, wenn du weißt, du hast 5.000 Abos als Beispiel und es gucken 4.000 zu, dann weißt du, oh. Da gucken ganz schön viele zu. Aber wenn manche Leute haben ja ganz, ganz viele Abos und dann guckst du und da gucken gar nicht so viele zu immer. Dann fragt man sich eigentlich, wo sind denn die alle? Also ist doch entscheidend, wer ist immer live da? Also wer ist immer live da? Das gibt eine Delle, oder? Ich schramm gerade mir den Lack kaputt. Da steht da, umparken? Auch oh, nein, wir parken. Mach doch mal den Blinker aus, so macht mich ganz verrückt. Na, den haben wir doch reingeschoben, ne? Ich geb doch jetzt, nee, nicht, ich geb nicht Enter. Nee, 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 nee. Ich habe schon ein Ticket kassiert und dann soll ich Enter drücken. Nee, dann will ich ja. Und ich muss mal. Sag mal, Leute hier, also nicht ihr, ja, also ich rede jetzt mit den Leuten hier vom Hof. Sag mal, könnt ihr mal die Einfahrt ein bisschen verbreitern? Wo ist denn hier einer, der mich hören kann? Ist keiner da, haben sie alle versteckt. Ja, seid ihr bescheuert hier, so eine Einfahrt? Jetzt gehe ich erstmal gleich ins Büro, werde mich beim Chef da beschweren, bei dem Chef hier. Was? Ja. Genau. Jeder Mann zählt. Jeder Mann, jede Frau. Wir brauchen alle auf dem Schiff. Jetzt kommt, oh Mann, ich sehe es ja. Jetzt kommt diese komplizierte Einfahrt. Moment mal, wir müssen mal. Wir stoppen an der Stelle kurz mal hier die Aufnahme. Ich gehe erstmal auf Toilette. Warte mal, Aufnahme stoppen. Ich bin fit, ich bin gut drauf. Was? Mick, du Homo, lass deinen Lachs drinnen. Ah ja. Homo, Homophobie. So. Moment, Moment. Was wollte ich denn jetzt? Das Abbrechen, also die Aufnahme. Stopp.